Grüß dich. Kennst du mich noch? Von Silvester. Ach du, was machst du hier? Ein Krankenbesuch bei einem Freund. Ich nehme dich ein Stück mit, wenn du willst. Linda. Du weißt ja meinen Namen noch. In welche Richtung musst du denn? Schwabing. Ich muss jetzt weiter. Steigst du jetzt ein? Okay. Still oder ich erschieß dich. Was machst du heute mit deinen Prinzessinnen? Olympiapark. Warum kommst du nicht mehr mit? Geht das mit deinem Fuß überhaupt? Was mache ich? Was willst du hier? Ich bin nicht Clarissa. Dann kamen die aber nicht. Und
dann haben wir gesagt, gut, schauen wir mal, wie es bleibt. Dina Schmidt, 30, Kosmetikerin, das sagen die von ihrer Fitnessgruppe da hinten. Haben die was gesehen? Nein, nur, dass sie mit ihrem Fuß Probleme hatte. Und andere Zeugen? Nix. Hat sie Familie? Nein, aber du kennst ihre Adresse. Ich glaube, die Vermieterin oder die Mitbewohnerin von der Toten oder ihre Freundin, also was auch immer, die hat dir vor einem Jahr gesagt, dass du dir die Haare wachsen lassen sollst. Warum haben Sie den Schlag nicht zurückgehalten, Frau Weberknecht? Ich dachte, wir sind fertig. Sie betreiben den Club seit 4 Jahren. Hatten Sie nie die Polizei im Haus? Doch, wegen Ruhestörung. Warum hat sich der Mann auspeitschen lassen? Warum? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, er kam alle 2-3 Monate. Er war angetrunken, stärker als sonst. Er hat noch was gesagt, bevor er nicht mehr sprechen konnte. Er hat gesagt, halt den Zug auf. Der Gast hat sich nicht so verhalten wie verabredet. Offenbar wollte er die Behandlung abbrechen, aber er hat mir seinen Entschluss nicht mitgeteilt. Er hat seine rechte Hand aus der Fessel befreit. Und das war sein Todesurteil. Er hat die Sicherheitsregeln verletzt, die bei so einer Behandlung auf dem Andreaskreuz üblich sind. Das war ein Unfall. Das ist meine Teilhaberin, Dina Schmidt. Sie sollten sich die Haare wachsen lassen, Herr Fischer. Ja, das sollten Sie tun. Kriminalpolizei, Polonius Fischer. Frau Weberknecht, wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Dass Sie mir das sagen müssen, ausgerechnet Sie. Es tut mir leid. Ihr Club heißt Dina. Nach Dina Schmidt? Ja, Dina und ich hatten das Geschäft zusammen. Sprechen Sie wieder einen Psalm, Kommissar? Das würde Sie jetzt nicht beruhigen. Können wir ein andermal weiterreden? Wollen Sie gar nicht wissen, wie es passiert ist? Nein. Kann ich zu ihr? Sie war nicht gerne alleine. Ich glaube nicht, dass das schon geht. Ist gut, Liz. Wir nehmen Sie mit, Frau Weberknecht. Dieses Foto. Können wir uns das kurz ausleihen? Ja, klar. Die Weberknecht hat mal wieder mit der Polizei zu tun. Heute Morgen hat sie ihre Freundin geküsst. Zum Abschied auf die Backe. Mir nicht. Der Madeira nebenan verbarrikadiert sich seit Wochen in seiner Wohnung. Nachts sieht man lediglich eine Funzel im hinteren Teil brennen. Tagsüber bleiben die Fensterläden geschlossen.
Nun? Von dem Tag an, als die Zeitungen die ersten Berichte über das vermisste Mädchen hier aus der Gegend brachten, dann kann dieser Madeira, dieser Schauspieler, einem nicht mehr richtig in die Augen sehen. Nun? Ja. Lückenlos dokumentiert. Das Verhalten eines Mannes, der etwas zu verbergen hat. Du und deine aufmerksamen Mitmenschen, ihr habt doch keine Beweise, nix habt's. Aufmerksame Mitmenschen, mein Gott. Mach die nur lustig. Aber wenn die Schippers hier nebenan ihren Hund verhungern lassen, oder wenn auf der 16. Psychopath hockt, den Mädchen schändet, ja, will ich aber mal hören, was du zu den Journalisten sagst. Och, tut mir leid, ich hab ja nichts bemerkt. Eigentlich war der Mann immer so freundlich, immer so unauffällig. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ich weiß genau, warum du nicht Mitglied bei uns werden willst. Weil dir alle Menschen egal sind. Das war früher aber auch schon so. Du warst ja immer bloß nett zu denen, weil die Kunden in unserer Bäckerei waren. Und für ihr Leben hast du dich in Dreck interessiert. Aber du. Sie haben sich nie gemeldet. Haben Sie gedacht, dass ich doch schuld war damals? Nein. Eigentlich wollte ich mich melden. Ich habe Sie auch nie angerufen, ich weiß. Aber Dina ist zu mir gezogen. Nach dieser Geschichte damals lief der Laden eine Zeit lang nicht besonders gut. Sie hat ihre Wohnung aufgegeben, um Geld zu sparen. Und mein Leben hat sich dadurch verändert. Ich war nicht mehr alleine. Verstehen Sie?
muss mit dir reden. Diese Clarissa Weberknecht hatte man damals mit der Gerte die Halsschlagader zerrissen. Es war ein Unfall, haben unsere Ermittlungen ergeben. Körperverletzung mit Todesfolge. Sie war nicht vorbestraft, hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Und jetzt wird ihre Mitbewohnerin ermordet. Es gibt Leute, die ziehen das Unglück an. Das ist eine ungewöhnliche Frau. Sie ist direkt und schamlos, obwohl sie auch sehr schamhaft ist. Sie ist ungewöhnlich. Kann ich dich damit allein lassen? Du musst los. Warum fährst du immer nachts? Fang nicht wieder damit an. Wann trat der Tod ein? Unter uns und ohne Zeugen zwischen 12 und 2 heute Nacht. Schaut so aus, als ob er ein Obdachloser war. Also im Rucksack sind eigentlich nur Konserven. Das Verfallsdatum ist vor einem Jahr abgelaufen. Wenn wir hier im Viertel nichts rausfinden, müssen wir wohl die Brücken abklappern. Ja, und die Notunterkünfte und Sozialdienste. Viele Obdachlose holen sich ja Essen bei der Münchner Tafel. Glaubst du, er hat sich zufällig hier in der Gegend herumgetrieben? Dieser Tag- und Nachtwächter von da hinten kennt ihn jedenfalls nicht. Scheint schon eine harte Gegend hier. Gestern Mord, heute ein Mord. Ja, und vor einem Jahr der Gekreuzigte im Bordell. Dann vergiss das Mädchen nicht, das vor ein paar Wochen hier verschwunden ist. Ich möchte die Frau sprechen, die Leiche gefunden hat. Anita Soltersbusch, die Frau des Vorsitzenden dieses Bürgervereins. Welches Bürgervereins? Die achtsamen Mitmenschen. Der Name ist Programm, glaube ich. Soll ich die Tür zumachen? Bitte. Kannten Sie den Toten, Frau Soltersbusch? Ich kenne den Mann nicht. Sind Sie Mitglied im Verein Ihres Mannes? Das ist kein Verein, das ist ein Zusammenschluss. 9 Männer aus dem Viertel, so viel ich weiß, was die treiben, geht mich nichts an. Sie haben heute Morgen kurz nach 8 die Leiche in Ihrem Müllcontainer gefunden. Warum haben Sie erst um 8.35 Uhr die Polizei informiert? Warum sagen Sie nichts, Frau Soltersbusch? Was veranlasst Sie zu schweigen? Wie reden Sie denn mit mir? Ich mag das nicht. Rufen Sie meinen Mann. Kannte Ihr Mann den Toten? Ich bin nicht verpflichtet, mit Ihnen zu reden. Jedenfalls nicht im Moment. Doch, Frau Soltersbusch. Der Tote liegt noch vor Ihrem Müllhaus. Kann es sein, dass Ihr Mann Sie nicht in den Verein aufgenommen hat, weil Sie kein achtsamer Mitmensch sind? Weil Sie über Ihre Mitmenschen gern hinwegsehen? Weil Sie nichts lieber tun, als mit einem Plüschtier im Bett zu liegen und sonst nichts wissen wollen? Verschwinden Sie aus meinem Schlafzimmer. Was haben Sie in der halben Stunde getan, bevor Sie uns angerufen haben?
da gesessen. In der Küche. Mein Mann war auch da. Ich hab zu ihm gesagt, ich hab einen Toten gesehen. Da hat er nur gelacht. Er denkt, wenn einer da im Viertel einen Toten sieht, dann ist es er. Weil er sieht ja alles. Überall. Immer. Stumpfe Gewalt beim ersten Schlag. Der zweite erfolgte mit noch größerer Wucht auf fast dieselbe Stelle. Schwerste Schädelbasisfraktur. Folgt, der Mann ist frontal erschlagen worden. Tatwaffe ist zweifelsfrei ein ca. 30 cm großer Steinkrug, der ungefähr 2 Kilo wog. Das Opfer hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut und litt unter chronischer Unterernährung. Nach meinen bisherigen Untersuchungen wäre der Mann auch bei geringerer Gewalteinwirkung nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren. Unter uns und ohne Zeugen, auch ohne den brutalen Angriff, hätte das Opfer dieses Jahr nicht überlebt. Danke, Dr. Dornkamp. Und die tote Dina Schmidt? Gesund für ihr Alter. Ein kleines Hämatom am Fußknöchel rechts, mehrere alte Narben an den Handgelenken und ein paar alte Brandmale auf dem Rücken und dem Oberarm links. Vermutlich berufsbedingte Vernarbungen, ansonsten keine Befunde. Die beiden Stiche haben die linke Herzkammer in einem schrägen Winkel von unten nach oben getroffen. Sie war sofort tot. Zeitpunkt Sonntagmittag, ca. 12 Uhr. Danke. Nach der Berechnung von Dr. Dornkamp starb der Stadtstreicher in der Nacht zum Montag zwischen 0 und 2 Uhr. Fundort der Leiche ist auch der Tatort. Das heißt, der Stadtstreicher wurde im Müllhaus erschlagen und im Container versteckt. Warum? Warum? Warum hat der Täter die Leiche im Container versteckt und nicht einfach liegen gelassen? Hat er geglaubt, niemand merkt was? Warum nicht? Und das Blut und die Scherben? Der Täter hat die Scherben unter den Container gekehrt. Passt doch. Er wollte Zeit gewinnen, das ist ihm gelungen. Warum waren die beiden in dieser Nacht an diesem Ort? Und kein Nachbar hat den Mann je zuvor gesehen, außer deiner Frau Küppersbusch. Soltersbusch. Nein, keiner. Aber wir haben auch noch nicht alle Mieter angetroffen. Ich weigere mich zu glauben, dass der Stadtstreicher zufällig in der Vogtstraße unterwegs war. Dina Schmidt wohnt in demselben Haus, vor dem der Stadtstreicher erschlagen worden ist. Menschen und Orte, die das Verbrechen anziehen, wäre auch offenbar. Was hat diese Soltersbusch gesagt? Ich kann es Ihnen nicht erklären, wieso ich beim Anblick, wieso mir auf einmal der Josef in den Sinn geschossen ist. Der Josef. Josef Nest? Die hatten ein Verhältnis. Anita Soltersbusch sagt, sie hätten mal was miteinander gehabt. Zweimal sogar, vor ungefähr 15 Jahren. Hat ihr Mann den Toten auch angesehen? Natürlich. Das hat er der Polizei verschwiegen. Hat der Mann den Toten gekannt? Er glaubt nicht, dass es Josef Nest ist. Der Josef Nest, den er kannte, das war ein Kfz-Mechaniker, ein Anpacker. Aber dann hat sich seine Frau scheiden lassen. Der Josef hat sich eine neue gesucht. Die hat ihn ausgenutzt. Und auf einmal hat er Schulden gehabt. Sie hat ihm noch eine Eigentumswohnung aufgeschwatzt. Einige seiner Kunden sind von München weggezogen oder sind nicht mehr gekommen, weil sie mit irgendwas unzufrieden waren. Sowas geht schnell. Eins kommt zum anderen und eines schönen Tages bröckeln die Wände. So ist es. War bei uns auch nicht anders. Erst kriegt mein Mann seine Mehlallergie und dann hat ein Supermarkt unsere kleine Bäckerei aufgefressen. Aber ich habe ihn nicht verlassen. Wir haben die Videobänder von den öffentlichen Kameras, die überall hängen. Auch die vom Olympiapark und Georg Brauchlering. Aber das kann länger dauern, bis wir die alle angeschaut haben. Warum glaubst du, wurde die Dina Schmidt umgebracht? Die Frauen von ihrer Fitnessgruppe glauben, dass sie eine Kosmetikerin war, gell? Ja, war es ein Kunde aus dem Club? Was sagt denn dir dein ONW-Prinzip? O für offensichtlich. In beiden Fällen ist die Tatwaffe bekannt. Messer, Steinkrug. Wir kennen den Tatort und die Tatzeit. Wir haben keine Zeugen und keine konkreten Hinweise auf die Täter. N für naheliegend ist es, der Josef Nest im Affekt, im Streit oder dergleichen erschlagen wurde.
Keine Indizien für ein geplantes Verbrechen. Die Dina Schmidt dagegen wurde nicht im Streit oder bei einem Raubüberfall erstochen. Ja, und weh für wahrscheinlich? So weit bin ich noch nicht. Du, ob der Tote und der Werkstattbesitzer identisch sind, ist nach wie vor unklar. Seine letzte Ex-Frau, die ist 20 Jahre jünger als er. Die arbeitet als Sekretärin. Sie hat ihn angeblich seit Jahren nicht gesehen und weigert sich, in die Rechtsmedizin zu kommen. Ich habe sie angerufen. Ich mach das schon. Krank sieht er aus. Und uralt. Und irgendwie anders. Ich glaube schon, dass es ist. Entschuldigung. Wo hat er gelegen? In einem Müllcontainer. Wie ein Stück Abfall. Wer hat ihn denn da hingelegt? Ich muss Sie noch einmal fragen. Erinnern Sie sich an bestimmte Merkmale? Ein Muttermal, eine Narbe, eine Verfärbung? Ich kann mich an nichts erinnern. Der Josef ist ein fescher Kerl gewesen. Kräftig zupackend. Und der da drin? Hat er denn keinen Ausweis dabei gehabt? Sie haben Josef Nest überredet, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ja, allein wäre er nicht auf die Idee gekommen. Hat geschuftet und sein Geld im Finanzamt brav vor die Tür gelegt. Immer ordentlich, 1A-Typ. Dann steht er in der Wohnung, die ich ihm besorgt habe. Blick auf den Westpark, steht am Balkon und schaut auf die Uhr. Schaut auf die Uhr, weil er angeblich noch irgendwelche Reifen auswuchten muss. Dienst am Kunden. Und wissen Sie, wie lange wir dann in der Wohnung gelebt haben? 5 Monate. Und jede Sekunde dieser 5 Monate konnte ich spüren, dass er nur daran gedacht hat, wie viel ihn die Wohnung gekostet hat und wie lange er noch braucht, um sie abzuzahlen. Und ich hatte wunderschöne gelbe Vorhänge gekauft. Es war ihm alles zu viel. Mir irgendwann auch. Dann habe ich die Scheidung eingereicht und bin weg. Ich hatte sein Leben so satt. Diesen trübsinnigen, immer gleichen Alltag. Die Leute mit ihren dummen Autos. Die sie mal eilig haben und einen Mechaniker als Leibeigenen behandeln? Sie haben Herrn Nest nach dem Leben getrachtet. Ich habe ihn doch nicht nach dem Leben getrachtet. So, als wäre ich eine leibhaftige Verbrecherin. Sie haben ihm nach dem Leben getrachtet. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, ich bin schuld, dass sein Leben in einem Müllcontainer zu Ende gegangen ist. Nein, daran ist der Mörder schuld. Genau, ganz genau. Warum wurde Dina Schmidt umgebracht? Setzen Sie sich doch. Kann es ein Kunde aus Ihrem Club gewesen sein? Gab es Ärger in letzter Zeit? Sie meinen mal wieder einen Kerl, der sich falsch behandelt fühlte? Ich suche nach einem Motiv. Warum sticht jemand einer Frau 2-mal das Messer ins Herz? Dann dreht er sich um und geht. Kein Raubmord, keine Vergewaltigung. Einfach ins Herz. Dina hat immer behauptet, es gebe nur 2 Sorten von Männern, die vor und die nach dem Orgasmus. Aber das stimmt nicht, man darf die Männer nicht unterschätzen. Hat Dina diese Männer unterschätzt? Kennen Sie diese japanischen Kugelfische? So sind die meisten Männer. Wenn man sie genießen will, muss man sehr vorsichtig sein, sonst stirbt man an ihrem Gift. Ich weiß nicht, ob Dina einen Fehler gemacht hat. Wer sind diese Kunden? Von mir werden Sie keine Namen erfahren. Die finden Sie auch anders raus. Nein, kenne ich nicht. Ich habe hier wenig Kontakt. Nur im Stüberl, aber da war der nie. Da würde ich mich auch bedanken. Leben Sie alleine oder gibt es noch andere Personen in Ihrem Haushalt, die was gesehen haben könnten? Nein, ich lebe allein. Entschuldigen Sie, ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin Herrenbekleidungsverkäufer beim Doldinger am Marienplatz.
Und war's das? Kennen Sie diese Frau? Die wohnt bei der Weberknecht. Was ist mit der? Sie wurde auch umgebracht, aber nicht hier. Haben Sie irgendwas bemerkt? Streit? Jemand, der sich auffällig verhalten hat? Nein. Die beiden Frauen leben ziemlich zurückgezogen. Das ist Gewerbe, verstehen Sie? Da kümmert man sich nicht drum. Die eine, die ältere, die hat einen mit der Peitsche erledigt. Es war aber nicht ihre Schuld. Ich habe das damals in der Zeitung verfolgt. Noch irgendwas? Danke. Also entweder sind die alle blind oder die haben einfach keine Lust, was zu sagen. Also wir haben jetzt alle Mieter befragt, bis auf einen einzigen, einen Rentner, der war nicht da. Berthold Gregorian. Eine verhuschte Gestalt, sagen die Nachbarn. Ohne nennenswerte Eigenschaften. Naja. Der Georg hat einen Zahnarzt ausfindig gemacht, bei dem der Josef Nest Patient war. Er meldet sich, sobald er mit ihm gesprochen hat. Das ist die Wohnung von dem, den wir nicht erreichen. Gregorian, pensionierter Detektiv. Vielleicht weiß der ja irgendwas. Was machen wir, wenn wir ihn nicht finden? Wir machen unsere Arbeit. Ich hab dir den letzten Punkt noch nicht genannt. Weh für wahrscheinlich. Täter und Opfer kannten sich. Vermutlich leben sie sogar in derselben Gegend. Ort und Zeit sprechen dafür, in beiden Fällen Mord aus niedrigen Beweggründen. Das sagt dir dein Gott. Sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Ach, übrigens, dieser Soltersbusch von diesem Bürgerverein, der hat uns einen Hinweis gegeben wegen dem verschwundenen Mädchen, dieser Linda Gabriel, die seit 3 Wochen vermisst wird. Ja, ich weiß, das hat nichts mit unserem Fall zu tun, aber er und seine Leute haben diesen Madeira in Verdacht, den Schauspieler, der neben ihm wohnt. Er hat irgendwie, seit über das Mädchen in den Zeitungen berichtet wurde, seine Fensterläden nicht mehr aufgemacht und lässt keinen in die Wohnung. Grüß Gott. Grüß Gott. Das hier ist der bessere Ort für die Wahrheit. Zumindest glaube ich, was Sie beide betrifft. Sie haben die Falschen, Herr Kommissar. Oh, das ist wieder typisch. Ja, ich weiß. Sie sind die Guten. Frau Soltersbusch, wann haben Sie zum ersten Mal Josef Nest gesehen? Am vergangenen Wochenende? Oder schon früher? Herr Soltersbusch, wann und wo haben Sie Herrn Nest getroffen? Bitte beantworten Sie meine Fragen. Den Mann habe ich zum ersten Mal tot im Müllcontainer gesehen. Und ich habe ihn nicht erkannt. Und wenn Sie sagen, das ist der Jo Nest, dann sage ich Ihnen, dass ich das bezweifle. Den habe ich nämlich anders in Erinnerung. Und zwar ganz anders. Seine Identität steht zweifelsfrei fest. Wir haben den Zahnarzt gefunden. Nun, gratuliere ich. Auf geht's, Anita. Ihre Frau wird über Nacht hier bleiben. Sonst noch Wünsche? Frau Soltersbusch, möchten Sie eine Aussage machen? Nein, will sie nicht. Wenn nicht, dann müsste ich Sie belehren, dass Sie nicht länger Zeugin, sondern eine Verdächtige sind. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Soltersbusch. Frau Soltersbusch, wann genau haben Sie Josef Nest wiedergesehen? Glauben Sie, ich verbuch darüber? Was rätst du da? Sie haben nichts bemerkt. Obwohl Sie behaupten, Sie werden über alles informiert, was Ihnen im Viertel passiert. Frau Soltersbusch, erzählen Sie alles. Auch Ihrem Mann. Ein für alle Mal. Offensichtlich haben Sie sich hinter dem Rücken Ihres Mannes mit dem ehemaligen Werkstattbesitzer getroffen. Hat er Sie aufgesucht oder haben Sie den Kontakt aufgenommen? Er hat mich plötzlich angerufen. Ich war mal mit ihm. Aber das ist ja jetzt schon fast 15 Jahre her. Und dann hat er mich am Samstag früh angerufen. Er hat gesagt,
Es geht um Leben und Tod. Ich habe gesagt, dann soll er zur Polizei gehen. Aber er hat gemeint, ich verstehe ihn nicht. Und dann habe ich aufgelegt. Und wo war ich da? Er hat sich nicht abwimmeln lassen. Wir treffen uns am Marienplatz, habe ich vorgeschlagen. Wie früher. Und dann ist er auf einmal schon mitten auf unserer Straße gestanden. Als hätte er auf mich gewartet. In seinem alten, zerrissenen Mantel. Dürr und gelb im Gesicht. Ich bin so erschrocken, dass ich gelacht habe. Ich habe gelacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass es ist. Er hat ausgeschaut wie verkleidet. Am Sonntag war das. Du warst mit der Observation von dem armen Madeira beschäftigt. Dem Mädchen Schänder. Von mir hast du nichts mitgekriegt. Wir sind dann zur U-Bahn, der Jo und ich. Er hat gesagt, dass er bald sterben wird. Ich habe ihm die Hand nicht geben können an der U-Bahn-Treppe. Er wollte nicht mitkommen. Er wollte in dem Viertel bleiben, wo er früher seine Autowerkstatt gehabt hat. Wegen der Vergangenheit. Wahrscheinlich hat er sich den ganzen Tag bei uns rumgetrieben. Und dann hat ihn die Vergangenheit umgebracht. Herr Soltersbusch, Sie haben uns als Vorsitzende Ihres Vereins Achtsame Mitmenschen einen Hinweis auf die vermisste 17-jährige Schülerin Linda Gabriel hier aus dieser Gegend gegeben. Das war zwar eine blinde Spur, aber es könnte doch sein, dass sie irgendwo festgehalten wird oder untergetaucht ist. Gibt es Menschen in Ihrer näheren Umgebung, die Sie beobachtet haben und an denen Ihnen aus welchem Grund auch immer etwas aufgefallen ist, die sozusagen zu Ihrem Beobachtungsradius gehören? Das würde selbstverständlich unter uns bleiben. Kennen Sie jemanden, der in letzter Zeit vielleicht sich zurückgezogen hat oder in auffälliger Weise über die Vermisste gesprochen hat? Wir haben darüber diskutiert im Stüberl. Den Fallnick habe ich lange nicht gesehen. Das ist ein interessanter Mensch. Der ist gut informiert über alles. Ich wollte ihn für unseren Bürgerverein. Er zögert noch. Gregorian? Der wohnt noch nicht lange in der Gegend. Wann haben Sie Bertolt Gregorian zum letzten Mal gesehen? Ich denke, Samstag. Und den Herrn Bekleidungsverkäufer Fallnick? Vor 2-3 Wochen. Ach, eigentlich ein Aufschneider. Arme Sau. Sie hat mir Hörner aufgesetzt. Ich bin jetzt eingehörnter. Ist doch so. Ist was passiert? Nein, wollte nur mit dir sprechen. Ich habe keinen Fahrgast, nicht mal am Bahnhof rum. Durchs Gärtnerplatzviertel gekurft, nichts, niemand. Mit Kollegen wollte ich auch nicht reden, nur mit dir. Wo bist du gerade? Auf dem Weg von der Zentrale weg. Du sollst doch nicht im Auto mit dem Handy telefonieren. Meine, die jungen Kollegen sind auf sowas spezialisiert. Ist mir sowas von egal. Ich würde einfach deine Stimme hören. Wie kommst du voran? Hat sie dir irgendwas sagen können? Sie? Dann fragst du nicht direkt. Vielleicht, weil ich dieses merkwürdige Gefühl selber blöd finde. Komm doch einfach nach Feierabend bei mir vorbei. Hast du doch schon wieder Dienst? Nur dann weiß ich, dass du bei mir im Bett schläfst. Ja, vielleicht. Aber ich muss aufhören. Da vorne lauern deine jungen Kollegen. Gute Nacht. So spät? Sie machen es mir nicht leicht. Wenn Sie nicht mit mir reden. Ich möchte aber nicht reden. Kann dieser tote Stadtstreicher Josef Nest etwas mit Dina Schmidts Tod zu tun haben? Möchten Sie nicht reinkommen?
Josef Nist hieß er also. Warum glauben Sie, dass sein Tod etwas mit dem von Dina zu tun hat? Weil dieser Josef Nest möglicherweise nach Neuhausen gekommen ist, um zu sterben. Wahrscheinlich hat er sich seinen Mörder selber ausgesucht. So was wäre denkbar, in einem gewissen Sinn. Sie meinen, er wollte sterben und ein anderer hat nur darauf gewartet, jemanden umbringen zu dürfen? Wenn zwei solche sich treffen, dann erfüllt sich das Schicksal. Dann ist alles, was geschieht, so bestimmt. Wäre möglich, ja. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Dina, außer dass sie Ihre Partnerin war? Dina war alles für mich. Und ich war alles für sie. Alles. Verstehen Sie? Und ich rede nicht vom Ficken. Ich habe ihr mal geholfen vor vielen Jahren. Sie war noch sehr jung und sie hatte einen Mann, der sehr schlechte Manieren hatte. Sie würden Zuhälter sagen. Die Narben an ihren Handgelenken und am Oberarm. Hat er noch eine Rechnung offen? Nein, ich habe ihn bezahlt und er verschwand aus ihrem Leben. Danach habe ich Dina zu meiner Partnerin gemacht. Aber sie hatte keine Feinde. Ich weiß von keinen. Und Sie? Oh, danke dir. Wieso bist du schon auf? Der hat mich gestern Nacht schon wieder verfolgt, als ich nach Hause gefahren bin. Sisse, hätte ich doch auf dich warten sollen. Was will der von mir? Er meint nicht dich, Dina. Du musst ihn anzeigen. Der hat extra die Wohnung da drüben gemietet. Der wird sich schon wieder beruhigen. Aber der Typ ist besessen. Der steht die ganze Zeit da drüben am Fenster mit seinem Fernglas und schaut zu uns rüber. Der ist alt. Was bleibt denn schon als das Fernglas? Na, was denkt denn er, was bei uns los ist? Hemmungslose Orgel oder was? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hab keinen Bock, morgen schon alte Säcke am Fenster stehen zu sehen. Liz! Ich rufe dich zurück. Schau doch bitte mal deiner Zeugenbefragung nach, was du unter dem Namen Fallnick notiert hast. Ich glaube, nichts Auffälliges. Der Fallnick sagt, er kennt den ermordeten Stadtstreicher nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er gerade von der Arbeit gekommen war, als ich bei ihm geklingelt habe. Warst du in seiner Wohnung? Nein. Ist dir irgendwas aufgefallen? Fallnick sagt, er lebt allein. Aber drin war jemand, glaube ich. Vielleicht eine Katze. Du, die Leute haben doch sowieso alle nichts gehört und nichts gesehen. Aber der Georg hat was rausgefunden. Vor ein paar Jahren gab es eine Anzeige gegen den Fallnick. Er wollte mal beim Opferschutz nachfragen. Ja. Taktische, gell? Was Neues? Ja, für dich. Vor längerer Zeit hat eine Frau ausgesagt, beim Sex von einem Mann verprügelt worden zu sein. Fallnick? Genau. Die hat aber dann ihre Anzeige wieder zurückgezogen. Der Kollege meint, da war was falsch dran. Polizei. Mein Name ist Polonius Fischer. Wir haben die Identität des Toten aus dem Müllhaus zu klären. Wir haben ein paar Fragen an die Anwohner. Wären Sie so freundlich und würden mit uns sprechen, Herr Fallnick? Herr Fallnick! Würden Sie bitte vor die Tür kommen? Treten Sie ruhig näher, meine Herren. Hier tut Ihnen niemand was. Nicht mal ich. Stimmt? Bitte kommen Sie vor die Tür.
Ich komme schon. Ich ergebe mich. Sind Sie allein? Obacht, die Herren, Anstand. Die Dame nimmt gerade ein Bad. Vorher anklopfen. Verstanden? Linda? Mein Name ist Fischer, ich bin von der Polizei. Hören Sie mich? Ich bin freiwillig hier. Lassen Sie den Arthur in Frieden, der hat nichts getan. Der hat mich nicht vergewaltigt. Ich habe freiwillig mit ihm geschlafen, aber nur zweimal. Sonst noch Fragen? Sind Sie Linda Gabriel? Hat Arthur Fallnick Sie eingesperrt? Nur am Anfang. Ziehen Sie sich bitte an. Ihre Eltern warten auf Sie. Was wollen Sie denn eigentlich hier? Sie suchen doch den Mörder von dem Mann aus dem Müllhaus. Was wollen Sie denn dann von uns? Ich gehe hier nicht weg. Die Kleine ist stur. Danke, Arthur. Warum muss ich hier weg? Das ist mein Zuhause. Ich komme zurecht, Herr Kommissar. Das würde ich mir sehr wünschen. Ein Arzt soll Sie untersuchen und sage Ihren Eltern Bescheid. Was ist? Das Gespräch, das wir hier führen, ist inoffiziell. Sie werden alles, was Sie mir sagen, im Präsidium noch einmal erzählen müssen. Ich bin für Ihre Vernehmung eigentlich nicht zuständig. Sind Sie freiwillig mit Fallnick mitgegangen? Waren Sie 3 Wochen lang seine Gefangene? Nur am Anfang. Ich habe irgendwie geahnt, dass er mich holen kommt, aber ich hatte ihn schon ganz vergessen gehabt. Sie kannten Arthur Fallnick vorher? Ich habe ihn in der Silvesternacht im Luitpoldpark kennengelernt. Ruhig mit uns mitfeiern. Bist du alleine? Ja, macht aber nichts. Heute bist du nicht allein. Ich bin auch alleine. Warum? Ich bin gern für mich. In der Neujahrsnacht habe ich ihm gesagt, wo ich aufs Gymnasium gehe. Sie sind in sein Auto gestiegen. Ja. Er hat mich geschlagen und gefesselt und hat mir sogar den Mund verklebt. Dafür habe ich ihm später eine Ohrfeige gegeben. Erinnern Sie sich an die erste Nacht in seiner Wohnung? Darüber will ich nicht sprechen. Irgendwann werden Sie das müssen. Meine Kollegen werden nicht glauben, dass Sie freiwillig geblieben sind. Was spielt das für eine Rolle? Mir glaubt sowieso niemand. Lassen Sie mal. Alles in Ordnung?
Nichts ist in Ordnung. Hören Sie mir nicht zu? Wenn Sie es genau wissen wollen, meine Eltern habe ich auch nicht vermisst. Genauso wenig wie meine besten Freundinnen, die mich für jemand halten, der ich gar nicht bin. Für Linda die Pünktliche, die Saubere, die Ordentliche, die Höfliche, die Respektvolle, das bin ich nicht. Linda, die Verlorene hast du vergessen. Ich bin nicht verloren. Du bist das verlorenste Mädchen, das mir je begegnet ist. Was wissen Sie denn schon vom Verlorensein? Dass wir dich überhaupt gefunden haben, hängt mit dem Verbrechen hier hinten im Hof zusammen. Wenn das anderswo geschehen wäre, würden wir dich vielleicht immer noch suchen. Fügung. In der Silvesternacht ist mir klar geworden, dass ich was an meinem Leben ändern muss. Da waren diese vielen Sterne, ich habe mir vorgestellt, ich wäre einer davon. Und alle würden sich nur einbilden, mich zu sehen. Dabei bin ich schon seit tausenden von Jahren erloschen. Es gibt gar keine Linda, die richtige. Sie haben irgendjemanden gefunden. Ich bin schuld, dass Arthur ins Gefängnis muss. Diesen Satz möchte ich nie mehr hören. Hast du verstanden? Was soll das also werden? Selbstgeiselung? Du hast Arthur Fallnick vernommen und hast dich von ihm täuschen lassen. Wenn es aber stimmt, dass das Mädchen die meiste Zeit freiwillig dort verbracht hat, dann brauchst du dir doch keine Vorwürfe zu machen. Ich hätte was merken müssen, als ich an seiner Tür stand. Gut, ich habe es vernommen. Und jetzt reicht es. Sowas darf nicht passieren. Es ist ausgeschlossen. Solche Fehler können Todesurteile sein. Jetzt hör auf, dich reinzusteigern. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die zwei Fälle sich überschneiden. Wir arbeiten an zwei Mordfällen. Und wir arbeiten gut. Ich hätte was merken müssen. Na, wie denn? Die war doch nie freiwillig bei dem. Niemals. Nein, nie gesehen. Den hätte ich auch nicht reingelassen. Und, vor ein paar Jahren? Vielleicht waren wir hier. Ich kann mich jedenfalls an den Typen nicht erinnern. Halt ein alter Mann. Und Dina Schmidt, was wissen Sie über sie? Probleme mit einem ihrer Kunden? Fehlt es vielleicht einem an der nötigen Zahlungsmoral? Spezielle Wünsche, irgendwas Ungewöhnliches in letzter Zeit? Nein. Vielleicht neulich. Da hat sie sich mit einem alten Knacker angelegt. Nichts von Bedeutung. Ja, komm, alles ist von Bedeutung. Kannten Sie ihn? Er wollte rein, ich habe ihn nicht reingelassen. Dann hat er es über Dina probiert. Können Sie ihn beschreiben? Er war betrunken. Halt wie alte Männer aussehen. Blass, Trenchcoat, billige Schuhe, graue Haare. Keine Chance. Alles grau. Gar nichts. Vielleicht morgen. Tut mir leid, wir sind voll heute Abend. Kennst du mich nicht mehr? Das gilt auch für dich. Nein, ich bin Sackhäuser, dass ich es bin. Sie will ich nicht sehen. Komm, hau ab. Du wohnst bei ihr in der Wohnung, ich sehe dich jeden Tag. Tröstest du sie jetzt mit einer wie dir? Verschwinde. Was mischst du dich eigentlich hier ein? Komm, verpiss dich! Und wenn ich dich noch einmal mit deinem scheiß Fernglas sehe, dann ruf die Polizei. Beschreibung des alten Mannes, der vor dem Club mit Dina Schmidt Streit gehabt hat. Ja, den sie nicht reinlassen wollte. Passt auf diesen Berthold Gregorian, diesen ehemaligen Detektiv. Ja, der nicht erreichbar ist. Hast du mit dem Ermittlungsrichter gesprochen? Ja, nur wegen der Schwere der beiden Verbrechen und der dubiosen Koinzidenz mit dem Fall der vermissten Linda. Eigentlich eine schöne Gegend hier. Glaubst du wirklich, dass das Mädchen freiwillig bei diesem Fall nicht geblieben ist? Ich weiß es nicht.
Schlafzimmer und in der Küche ist nichts. Von Gregorian keine Spur. Ja, keine Blutspuren, keine Tatwaffe, wenn es überhaupt eine Tat gegeben hat. Nichts. Kann sich die Spurensicherung auf das Unsichtbare konzentrieren. Im Badezimmer ist der Duschvorhang heruntergerissen. Also, wenn der Kampf stattgefunden hat und nach dem schaut's aus, haben die zwei Kämpfer hinterher das Haus verlassen. Oder einer war schon tot und der andere hat die Leiche weggeschafft. Wissen wir, dass es zwei waren? Wissen wir nicht. Wie hieß denn der Stadtstreicher? Nest. Josef Nest. Aber der ist im Müllhaus erschlagen worden. Der letzte Eintrag war vergangenen Sonntag. Bertolt Gregorian hat Clarissa Weberknecht und Dina Schmidt beobachtet. Umgekehrt werden die beiden ihn auch gesehen haben. Schau mal, CW, die Abkürzung taucht immer wieder auf. Straßennamen, Uhrzeiten und dabei CW. Clarissa Weberknecht. Und die behauptet, die kennt ihn nicht. Aber es steht kein DS drin. Offenbar lag ihm nichts an der Dina Schmidt. Dina Schmidt hat Gregorian nicht in den Club gelassen. Der Türsteher hat nicht gehört, worum es bei dem Streit ging. Oder er sagt es nicht. Brauche ich einen Anwalt? Sie haben meine Kollegen beloben, Frau Weberknecht. Kommt rein. Wissen Sie, wo sich Bertolt Gregorian aufhält? Ich habe keine Ahnung. Warum haben Sie abgestritten, Herrn Gregorian zu kennen? Sie wissen, dass er im Hinterhaus gegenüber wohnt. Sie haben ihn gesehen, am Fenster, mit seinem Fernglas. Genauso, wie Sie mich gerade gesehen haben. Stimmt. Dina hat ihn mal erwähnt. Und so, wie sie ihn beschrieben hat, habe ich sofort gedacht, das klingt ganz nach dem alten Gregorian. Aber ich habe es dann wieder vergessen. Ich hatte ihn ewig nicht gesehen. Er hat sie auch in ihrem Club besucht. Das wüsste ich aber. Dina Schmidt hat ihn nicht reingelassen. Warum? So halt. Schauen Sie, Kommissar, in meinem Leben gibt's viele Männer. Und manche bilden sich ein, Macht über mich ausüben zu müssen. Nein, vielleicht nicht Macht. Eher eine Form von Gewalt. Besitzansprüche. Diese Männer nehmen sich zu viel Nähe heraus. Sie werden aufdringlich, tauchen jeden Tag auf. Und am schlimmsten sind die Stillen. Die reden nur wenig, sind nur da. Sie bezahlen anständig, fordern nichts. Sitzen an ihrem Platz und wenn man sie dazu auffordert, gehen sie auch nach Hause. Aber natürlich kommen sie wieder. Und manchmal nehmen sie deine Hand, schauen dir in die Augen und sagen Sachen wie: Ich warte auf dich. Ich habe ein Haus für uns, wenn es soweit ist. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin zur Stelle. Sie wollen uns retten. Sie halten die Welt, in der wir leben, für falsch. Für ungesund, für verderblich. Gregorian war einer von den Stillen. Er wollte sie retten, er wollte ihnen helfen. Haben Sie ihm irgendwann mal Hoffnungen gemacht? Es gab eine Zeit lang, da ging es mir nicht so gut. Ich war schwach. Und er sah seine Chance bekommen, mein Helfer zu werden. Und dann haben Sie ihm verboten, in den Club zu kommen. Ja. Und er hat sich dran gehalten, weil er kapiert hat, dass es vorbei ist. Ein für alle Mal sein Gastrecht. Doch er hielt es ohne sie nicht aus, er suchte wieder ihre Nähe. Und jetzt ist er verschwunden. Ich vermute, er hat seine Wohnung nicht freiwillig verlassen. Er hat ihn nachspioniert, ihn aufgelauert. Er wartet auf eine neue Chance, auf eine neue Schwäche von ihnen. Ich habe nichts bemerkt. Aber ich kümmere mich auch nicht um andere Leute. Ich vermute, Sie haben ihn bemerkt und zur Rede gestellt. Ich vermute auch, Sie wissen, warum er sich in seiner Wohnung nicht mehr aufhält. Nein. Hier, eindeutig, Bertolt Gregorian.
Schon, aber wir haben keine Aufnahme von der Begegnung zwischen ihm und Dina Schmidt. Immerhin können wir beweisen, dass er in der Nähe des Tatorts war, zu der Zeit, als Dina Schmidt erstochen wurde. Bloß solange wir kein Motiv finden, nützen uns die Bilder hier gar nicht. Das stimmt nicht. Wir sind gerade einen riesigen Schritt weitergekommen. Wo sind denn die Bilder von Neuhausen? Da werden wir nämlich auch was finden. Es geht gar nicht anders. Ich kümmere mich drum. Danke. Nehmen wir an, wir finden auf den Videobildern von Neuhausen wirklich etwas Neues über unseren zweiten Toten, Josef Nest. Im Augenblick kennen wir, abgesehen von den Obdachlosen und der Ex-Frau, zwei Personen, die in der letzten Zeit mit ihm zu tun hatten. Das Ehepaar Soltersbusch. Die Frau hatte ein Verhältnis mit ihm, von dem der Mann nichts wusste. Es ist zwar lange her, aber manche Geschichten hören nie ganz auf. Und was wissen wir über die tote Dina Schmidt, die im selben Wohnblock gelebt hat? Sie hatte vor ein paar Tagen Streit mit Berthold Gregorian. Er hat die beiden Frauen beobachtet, jetzt ist er verschwunden und eine der beiden Frauen ist tot. Ist er nur ein alter Spanner? Warum ist er verschwunden? Glaubst du, die Dina Schmidt hatte ein Verhältnis mit der Clarissa Weberknecht? Worauf willst du hinaus? Dass die Weberknecht vielleicht nicht wirklich auf Männer steht. Was würde das ändern? Hast du mit ihr darüber gesprochen? Was war denn das nochmal für ein Fall, für den die Weberknecht 2 Jahre auf Bewährung gekriegt hat? Sie hat einem ihrer Kunden bei einer Spezialbehandlung auf dem Andreaskreuz mit der Gerte die Halsschlagader zerrissen. Aber sie konnte nichts dafür. Es haben Polonius Ermittlungen ergeben. Tod auf dem Kreuz, sowas kann dir heute also auch noch passieren. Wir haben ihn, Berthold Gregorian. Zumindest auf den Bildern aus Neuhausen. Ja, wir sollten die ganze Vogtstraße abriegeln. Die halten da zusammen wie bei der Mafia. 2 Tote, ein verschwundener alter Mann und ein vermisstes Mädchen, das offenbar gefangen gehalten wurde. Und wie stehen wir da? Wie die Armleuchter. Es gibt immer Dinge, die liegen irgendwie dazwischen. Je älter du wirst, desto besser wirst du Unklares verstehen. Ja, ich weiß, wir suchen nach dem, was unsichtbar ist. Dass es nicht sichtbar ist, heißt nicht, dass es nicht existiert. Eifersucht ist ein Motiv. Ich weiß. Vielleicht ist Berthold Gregorian nur in die Vogtstraße gezogen, um Clarissa Weberknecht nahe zu sein. Sie hatte mal was mit ihm. Er war nicht nur ihr Kunde. Als es ihr zu eng wurde, hat sie ihm Hausverbot erteilt. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Sie ein ehemaliger Mönch sind. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass Sie mich gefunden haben. Haben Sie denn Ihren Mörder auch schon gefunden? Nein. Wie geht's dir? Also, wenn Sie nicht gekommen wären und mich gefunden hätten, würde ich immer noch bei Arthur wohnen. Das wäre vielleicht ganz gut so. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ja mal einen trinken gehen. Ein Bier oder so. Hörst du mich? Bist du bequem? Wenn ich dir das Band abreiße, bist du dann ruhig? Ich glaub dir nicht. Ich bin von Haus aus eher ein ungläubiger Mensch. Immer schon gewesen. Damit du weißt, wo du dich hier befindest. Direkt gegenüber
Im Hinterhaus wohnt Herr Gregorian. Rentner. Zwielichtige Person. Führt was im Schilde. Keine Ahnung was. Ich nenne ihn Big Bert. Ein ehemaliger Detektiv. Macht immer noch kleine Aufträge, um seine Rente aufzubessern. Naja, du bist zu jung, um dir sowas wie Rente vorzustellen. Eine Frau hat er auch nie gehabt. Ich habe ihn mal im Stüber gefragt, ob er Kinder hatte. Nicht mal verheiratet gewesen. Immer allein. Nur einsame Männer. Ist gefährlich, wenn man immer allein ist. Womöglich von Kindesbeinen an. Bist du ein Einzelkind? Weißt du, was aus einem Einzelkind wird, wenn es nicht aufpasst? Ein Einzelerwachsener. Soll ich dir das Band abreißen? Aber wenn du dann schreist, dann... Und wenn doch? Wenn du schreist, dann passieren schlimme Dinge. Untersuchungsergebnisse sind da. In der Wohnung von Bertolt Gregorian, als auch in dem Müllhäuschen, an der Kleidung und der Tasche vom Josef Nest wurden die Fingerabdrücke von der Clarissa Weberknecht gefunden. Man hat sie verglichen mit denen des Unfalls vor einem Jahr. Wo ist sie jetzt? In ihrem Club. Kommst du mit? Klar. Haben Sie den Obdachlosen Josef Nest erschlagen? Nein. Ihre Fingerabdrücke wurden im Müllhaus gefunden. Ich habe den Müll weggebracht. Die Abdrücke wurden nicht irgendwo gefunden, sondern auf der Kleidung und der Tasche des Opfers. Sie sind dem Mann dort begegnet. Sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen, dass der Club geschlossen wird. Ich werde Sie vorerst mitnehmen. Sie müssen, Frau Weberknecht. Kommen Sie. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe.
Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Sache. Ich bin sehr wohl bei der Sache, aber du nicht. Meinst du? Ja, ich weiß, woran du denkst. Du denkst an deine Arbeit und ob du nicht doch am Wochenende wieder fahren sollst. Ja, ganz bestimmt nicht. Als ich dieses Porträt über dich schreiben sollte, über diesen Mönch, der nach 9 Jahren im Kloster wieder Polizist geworden ist, daran denke ich. Das ist 13 Jahre her. Und ich bin keine Journalistin mehr, sondern ich fahre Taxi. Weil es dir lieber so ist. Weil es mir lieber so ist. Aber ich liebe dich immer noch. Und du? Morgen, Georg. Morgen. Habt ihr auf den Überwachungsvideos von Neuhausen noch was gefunden? Ja, der Josef Nest ist zu sehen. An der Traumhaltestelle Baldurstraße. Er ist allein. Keiner vor ihm, keiner nach ihm. Ist ganz in der Nähe von der Vogtstraße. Danke. Sehr katholisch hier. Das haben Ihnen sicher schon einige gesagt. Stört Sie das Kruzifix? Angenommen, es gibt einen Gott. Warum gibt es dann Menschen? Und wenn es keinen Gott gibt, worüber machen wir uns dann andauernd Gedanken? Können Sie mir darauf eine Antwort geben? Nein, das können Sie nicht. Doch. Wenn Gott existiert, dann ist es sein Wille, dass auch wir existieren. Ja, aber warum? Wie kann Gott wollen, dass Wesen wie wir existieren? Nein. Wenn es wirklich einen Gott gäbe, dann wären wir Menschen überflüssig. Weil wir aber da sind, kann der Gott, den Sie meinen, nur eine Täuschung sein. Ein Spielzeug für Leute, die sich fürchten. Wenn Gott eine Illusion ist, dann eine sehr plausible und tragfähige. Vielleicht hat er wirklich gelebt und ist wirklich ans Kreuz geschlagen worden. Aber er ist niemals auferstanden. Das ist alles Lüge. Damit wir den Tod überhaupt aushalten, das ist der Trick. Sie wissen mehr vom Glauben, als Sie ahnen. Darauf bin ich nie reingefallen. Dina schon eher. Sie hat immer gesagt, du sollst nicht lügen, das ist Sünde. Sie wollen doch nur, dass ich sage, dass ich den Mann im Müllhaus erschlagen habe. Ja, ich habe ihn erschlagen. Weil er meinen Weg gekreuzt hat, ich kannte den Mann nicht. Der tauchte plötzlich auf, aus der Dunkelheit. Und er klammerte sich an mich und zerrte an mir rum. Und fragt mich, was ich da mache und wer das ist, den ich da hinter mir herschleppe in der Decke. Ich habe ihm einfach ins Gesicht gehauen. Er taumelte gleich und fragte mich, ob ich was zu trinken hätte.
Ich habe gedacht, ich habe mich verhört. Und der winselte und heulte und krapschte an mir rum. Und er war so laut. Ich habe ihn gepackt, ins Müllhaus geschleift und habe ihn mit irgendetwas totgeschlagen. Getötet, weißt du das? Hat sie sterben müssen, weil du dich nicht getraut hast, mich zu töten? Bist du so feige? Oder hast du gedacht, ohne sie bin ich schwach? Warum hast du dich nicht retten lassen? Warum hast du mir nicht vertraut? Wie kannst du dir anmaßen, mein Leben in deine Hände zu nehmen? Deine dreckigen! Sie haben Berthold Grigorian erwürgt, weil Sie ahnten, dass er Dina Schmidt erstochen hat? Ich habe ihn erdrosselt mit seinem eigenen Handtuch. Wo ist das Handtuch? Weggeworfen. Im Wald. Sie werden uns die Stelle zeigen, wo Sie Grigorians Leiche vergraben haben. Nein. Nein, ich sag Ihnen, wo die Stelle ist. Ich hoffe, ich weiß sie noch. Als Mädchen war ich da früher oft mit meinen Eltern. Wir haben in Unterhaching gewohnt. Ich weiß nicht, wieso ich in dieser Nacht ausgerechnet an den Perlacher Forst gedacht habe. Ja, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Wegen Ihres Berufs? Wegen meines ganzen Lebens. Werde ich zur Beerdigung von Dina Ausgang bekommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nach der ersten Untersuchung von Dr. Dornkamm wurde Berthold Grigorian tatsächlich erdrosselt. Am Hals der Leiche hat Dornkamm Spuren von Baumwolle gefunden. Das verfärbte Gesicht weist ebenso auf Erdrosseln hin wie die Blutung unter den Augenlidern. Ist das Tatwerkzeug, das Handtuch, inzwischen aufgetaucht, von dem Clarissa Weberknecht gesprochen hat? Nein, aber in ihrem roten Cabrio wurden Haare des Ermordeten gefunden. Nach einer Nacht in der Zelle wird sie zusammenbrechen und uns den Rest erzählen. Ja, sie hat gestanden. Das nenne ich zusammenbrechen. Und der Herr Fallnick wird auch noch gestehen, dass er die Linda Gabriel 3 Wochen lang in Gefangenschaft gehalten hat. Linda Gabriel war nicht seine Gefangene. Fallnick wollte das vielleicht, dafür hat er sich strafbar gemacht. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Linda Gabriel hat ihn benutzt, aus Protest. Sie wollte weg, raus aus ihrem Leben. Sie war stärker als er. Und ich war blind. Wir hatten Glück. Und das wollen wir uns zugestehen. Basta.
Geh, Stüber. Ja, dann geh halt endlich. Bringst ständig so eine Unruhe rein. Ich komm vielleicht noch. Ja, von mir aus. Sehr freundlich, dass Sie gekommen sind. Wie geht's Ihnen? Ihr Anruf vorhin kam überraschend. Ich wollte persönlich bei Ihnen um Nachsicht bitten, Herr Mandera. Wir haben Sie beschuldigt. Das heißt, beschuldigt haben wir Sie nicht. Wir haben Sie einem Verdacht ausgesetzt. Sie haben mich beinahe denunziert. Und dafür möchte ich im Namen der aufmerksamen Mitmenschen um Nachsicht bitten. Das war übereilt und auch nicht gerecht, was wir da getan haben. Ja. Würde Ihnen gern ein Bier ausgeben. Oh nein. Vielen Dank. Ich trinke selten Bier. Aber Sie können meinen Kaffee übernehmen. Sie hat zwei Semmeln bestellt, ausgerechnet zwei. Ja, warum, werden wir wohl nimmer erfahren. Je älter man wird, desto leichter kann man Unklares erklären. Ja, das kann man. Ich glaube, sie wollte sich nicht festhalten lassen. Sie hat es nicht gemocht, wenn man sie festhält. Ich habe Kuchen gekauft. Haben Berthold Grigorian erwürgt, weil Sie ahnten, dass er Dina Schmidt erstochen hat? Ich habe ihn erdrosselt mit seinem eigenen Handtuch. Wo ist das Handtuch? Weggeworfen. Im Wald. Sie werden uns die Stelle zeigen, wo Sie Grigorians Leiche vergraben haben. Nein.
Nein, ich sag Ihnen, wo die Stelle ist. Ich hoffe, ich weiß sie noch. Als Mädchen war ich da früher oft mit meinen Eltern. Wir haben in Unterhaching gewohnt. Ich weiß nicht, wieso ich in dieser Nacht ausgerechnet an den Perlacher Forst gedacht habe. Ihre Eltern leben immer noch in Unterhaching? Ja, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Wegen ihres Berufs. Wegen meines ganzen Lebens. Werde ich zur Beerdigung von Tina Ausgang bekommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nach der ersten Untersuchung von Dr. Dornkamm wurde Berthold Gregorian tatsächlich erdrosselt. Am Hals der Leiche hat Dornkamm Spuren von Baumwolle gefunden. Das verfärbte Gesicht weist ebenso auf Erdrosseln hin wie die Blutung unter den Augenlidern. Ist das Tatwerkzeug, das Handtuch, inzwischen aufgetaucht, von dem Clarissa Weberknecht gesprochen hat? Nein, aber in ihrem roten Cabrio wurden Haare des Ermordeten gefunden. Nach einer Nacht in der Zelle wird sie zusammenbrechen und uns den Rest erzählen. Ja, sie hat gestanden. Das nenne ich zusammenbrechen. Und der Herr Fallnick wird auch noch gestehen, dass er die Linda Gabriel 3 Wochen lang in Gefangenschaft gehalten hat. Linda Gabriel war nicht seine Gefangene. Fallnick wollte das vielleicht, dafür hat er sich strafbar gemacht. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Linda Gabriel hat ihn benutzt, aus Protest. Sie wollte weg, raus aus ihrem Leben. Sie war stärker als er. Und ich war blind. Wir hatten Glück. Und das wollen wir uns zugestehen. Basta. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Sache. Ich bin sehr wohl bei der Sache, aber du nicht. Meinst du? Ja, ich weiß, woran du denkst. Du denkst an deine Arbeit und ob du nicht doch am Wochenende wieder fahren sollst. Ja, ganz bestimmt nicht. Als ich dieses Porträt über dich schreiben sollte, über diesen Mönch, der nach 9 Jahren im Kloster wieder Polizist geworden ist, daran denke ich. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und ich bin keine Journalistin mehr, sondern ich fahre Taxi. Weil es dir lieber so ist. Weil es mir lieber so ist. Aber ich liebe dich immer noch. Und du?
kam sie aber nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, schauen wir mal, wie sie bleibt. Dina Schmidt, 30, Kosmetikerin, das sagen die von ihrer Fitnessgruppe da hinten. Haben die was gesehen? Nein, nur, dass sie mit ihrem Fuß Probleme hatte. Und andere Zeugen? Nix. Hat sie Familie? Nein, aber du kennst ihre Adresse. Ich glaube, die Vermieterin oder die Mitbewohnerin von der Toten oder ihre Freundin, also was auch immer, die hat dir vor einem Jahr gesagt, dass du dir die Haare wachsen lassen sollst. Warum haben Sie den Schlag nicht zurückgehalten, Frau Weberknecht? Ich dachte, wir sind fertig. Sie betreiben den Club seit 4 Jahren. Hatten Sie nie die Polizei im Haus? Doch, wegen Ruhestörung. Warum hat sich der Mann auspeitschen lassen? Warum? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, er kam alle 2-3 Monate. Er war angetrunken, stärker als sonst. Er hat noch was gesagt, bevor er nicht mehr sprechen konnte. Er hat gesagt, halt den Zug auf. Der Gast hat sich nicht so verhalten wie verabredet. Offenbar wollte er die Behandlung abbrechen, aber er hat mir seinen Entschluss nicht mitgeteilt. Er hat seine rechte Hand aus der Fessel befreit. Und das war sein Todesurteil. Er hat die Sicherheitsregeln verletzt, die bei so einer Behandlung auf dem Andreaskreuz üblich sind. Das war ein Unfall. Das ist meine Teilhaberin, Dina Schmidt. Sie sollten sich die Haare wachsen lassen, Herr Fischer. Ja, das sollten Sie tun. Kriminalpolizei, Polonius Fischer. Frau Weberknecht, wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Dass Sie mir das sagen müssen, ausgerechnet Sie. Es tut mir leid. Mannes, der etwas zu verbergen hat. Du und deine aufmerksamen Mitmenschen, ihr habt doch keine Beweise, nix habt's. Aufmerksame Mitmenschen, mein Gott. Mach die nur lustig. Aber wenn die Schippers hier nebenan ihren Hund verhungern lassen, oder wenn auf der 16. ein Psychopath hockt, der ein Mädchen schändet, ja, will ich aber mal hören, was du zu den Journalisten sagst. Och, tut mir leid, ich hab ja nichts bemerkt. Eigentlich war der Mann immer so freundlich, immer so unauffällig. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ich weiß genau, warum du nicht Mitglied bei uns werden willst. Weil dir alle Menschen egal sind. Das war früher aber auch schon so. Du warst ja immer bloß nett zu denen, weil die Kunden in unserer Bäckerei waren. Und für ihr Leben hast du dich einen Dreck interessiert. Aber du... Thank you.
Sie haben sich nie gemeldet. Haben Sie gedacht, dass ich doch schuld war damals? Nein. Eigentlich wollte ich mich melden. Ich habe Sie auch nie angerufen, ich weiß. Aber Dina ist zu mir gezogen. Nach dieser Geschichte kann ich zu ihr. Sie war nicht gerne alleine. Ich glaube nicht, dass das schon geht. Ist gut, Liz. Wir nehmen Sie mit, Frau Weberknecht. Dieses Foto. Können wir uns das kurz ausleihen? Ja, klar. Die Weberknecht hat mal wieder mit der Polizei zu tun. Heute Morgen hat sie ihre Freundin geküsst. Zum Abschied auf die Backe. Mir nicht. Der Madeira nebenan verbarrikadiert sich seit Wochen in seiner Wohnung. Nachts sieht man lediglich eine Funzel im hinteren Teil brennen. Tagsüber bleiben die Fensterläden geschlossen. Nun? Von dem Tag an, als die Zeitungen die ersten Berichte über das vermisste Mädchen hier aus der Gegend brachten, dann kann dieser Madeira, dieser Schauspieler, einem nicht mehr richtig in die Augen sehen. Nun? Ja. Lückenlos dokumentiert. Das Verhalten eines Mannes, der etwas zu verbergen hat. Du und deine aufmerksamen Mitmenschen. Ihr habt doch keine Beweise, nix habt's. Aufmerksame Mitmenschen, mein Gott. Mach die nur lustig. Aber wenn die Schippers hier nebenan ihren Hund verhungern lassen, oder wenn auf der 16. Psychopath hockt, der ein Mädchen schändet, ja, will ich aber mal hören, was du zu den Journalisten sagst. Och, tut mir leid, ich hab ja nichts bemerkt. Eigentlich war der Mann immer so freundlich, immer so unauffällig. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ich weiß genau, warum du nicht Mitglied bei uns werden willst. Weil dir alle Menschen egal sind. Das war früher aber auch schon so. Du warst ja immer bloß nett zu denen, weil die Kunden in unserer Bäckerei waren. Und für ihr Leben hast du dich einen Dreck interessiert. Aber du. Weißt du, dann passieren schlimme Dinge. Danke. Ich hatte dich schöner in Erinnerung. Linda. Tschüss. Tschüss. Die Untersuchungsergebnisse sind da. In der Wohnung von Bertolt Gregorian, als auch in dem Müllhäuschen, an der Kleidung und der Tasche von Josef Nest wurden die Fingerabdrücke von der Clarissa Weberknecht gefunden. Man hat sie verglichen mit denen des Unfalls vor einem Jahr. Wo ist sie jetzt? In ihrem Club. Kommst du mit? Klar. Thank you.
Haben Sie den obdachlosen Josef Nest erschlagen? Nein. Ihre Fingerabdrücke wurden im Müllhaus gefunden. Ich habe den Müll weggebracht. Die Abdrücke wurden nicht irgendwo gefunden, sondern auf der Kleidung und der Tasche des Opfers. Sie sind dem Mann dort begegnet. Sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen, dass der Club geschlossen wird. Ich werde Sie vorerst mitnehmen. Ich kann ja nicht weg. Sie müssen, Frau Weberknecht. Kommen Sie. Nicht lange in der Gegend. Wann haben Sie Berthold Gregorian zum letzten Mal gesehen? Ich denke, Samstag. Und den Herrn Bekleidungsverkäufer Fallnick? Vor 2-3 Wochen. Oh. Eigentlich ein Aufschneider. Arme Sau. Sie hat mir Hörner aufgesetzt. Ich bin jetzt eingehörnter. Ist doch so. Ist was passiert? Nein, wollte nur mit dir sprechen. Ich habe keinen Fahrgast, nicht mal am Bahnhof rum. Durchs Gärtnerplatzviertel gekurft, nichts, niemand. Mit Kollegen wollte ich auch nicht reden, nur mit dir. Wo bist du gerade? Auf dem Weg von der Zentrale weg. Du sollst doch nicht im Auto mit dem Handy telefonieren. Meine, die jungen Kollegen sind auf sowas spezialisiert. Ist mir sowas von egal. Ich würde einfach deine Stimme hören. Wie kommst du voran? Hat sie dir irgendwas sagen können? Sie? Warum fragst du nicht direkt? Vielleicht, weil ich dieses merkwürdige Gefühl selber blöd finde. Komm doch einfach nach Feierabend bei mir vorbei. Hast du doch schon wieder Dienst? Ja, dann weiß ich, dass du bei mir im Bett schläfst. Ja, vielleicht. Aber ich muss aufhören. Da vorne lauern deine jungen Kollegen. Gute Nacht. So spät? Sie machen es mir nicht leicht. Wenn Sie nicht mit mir reden. Ich möchte aber nicht reden. Kann dieser tote Stadtstreicher Josef Nest etwas mit Dina Schmidts Tod zu tun haben? Möchten Sie nicht reinkommen? Josef Nest hieß er also. Warum glauben Sie, dass sein Tod etwas mit dem von Dina zu tun hat? Weil dieser Josef Nest möglicherweise nach Neuhausen gekommen ist, um zu sterben. Wahrscheinlich hat er sich seinen Mörder selber ausgesucht. So etwas wäre denkbar, in einem gewissen Sinn. Sie meinen, er wollte sterben und ein anderer hat nur darauf gewartet, jemanden umbringen zu dürfen? Wenn zwei solche sich treffen, dann erfüllt sich das Schicksal. Dann ist alles, was geschieht, so bestimmt. Während Möchten Sie nicht reinkommen? Josef Nest hieß er also. Warum glauben Sie, dass sein Tod etwas mit dem von Dina zu tun hat? Weil dieser Josef Nest möglicherweise nach Neuhausen gekommen ist, um zu sterben. Wahrscheinlich hat er sich seinen Mörder selber ausgesucht. So etwas wäre denkbar, in einem gewissen Sinn. Sie meinen, er wollte sterben und ein anderer hat nur darauf gewartet, jemanden umbringen zu dürfen? Wenn zwei solche sich treffen, dann erfüllt sich das Schicksal. Dann ist alles, was geschieht, so bestimmt? Wäre möglich, ja. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Dina, außer dass sie Ihre Partnerin war? Dina war alles für mich. Und ich war alles für sie.
Alles. Verstehen Sie? Und ich rede nicht vom Ficken. Ich habe ihr mal geholfen vor vielen Jahren. Sie war noch sehr jung und sie hatte einen Mann, der sehr schlechte Manieren hatte. Sie würden Zuhälter sagen. Die Narben an ihren Handgelenken und am Oberarm. Hat er noch eine Rechnung offen? Nein, ich habe ihn bezahlt und er verschwand aus ihrem Leben. Danach habe ich Dina zu meiner Partnerin gemacht. Aber sie hatte keine Feinde. Ich weiß von keinen. Und Sie? Oh, danke dir. Wieso bist du schon auf? Der hat mich gestern Nacht schon wieder verfolgt, als ich nach Hause gefahren bin. Sisse, hätte ich doch auf dich warten sollen. Was will der von mir? Er meint nicht dich, Dina. Du musst ihn anzeigen. Der hat extra die Wohnung da drüben gemietet. Der wird sich schon wieder beruhigen. Aber der Typ ist besessen. Der steht die ganze Zeit da drüben am Fenster mit seinem Fernglas und schaut zu uns rüber. Der ist alt. Was bleibt denn schon, als das Fernglas? Na, was denkt denn der, was bei uns los ist? Hemmungslose Orgel oder was? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hab keinen Bock, morgen schon alte Säcke am Fenster stehen zu sehen. Liz! Ich rufe dich zurück. Schau doch bitte mal deiner Zeugenbefragung nach. Ja, ich habe ihn erschlagen. Weil er meinen Weg gekreuzt hat. Ich kannte den Mann nicht. Der tauchte plötzlich auf aus der Dunkelheit. Und er klammerte sich an mich und zerrte an mir rum. Und fragt mich, was ich da mache und wer das ist, den ich da hinter mir herschleppe in der Decke. Ich habe ihm einfach ins Gesicht gehauen. Und er taumelte gleich und fragt mich, ob ich was zu trinken hätte. Ich habe gedacht, ich habe mich verhört. Und er winselte und heulte und grapschte an mir rum. Und er war so laut. Ich habe ihn gepackt, ins Müllhaus geschleift und habe ihn mit irgendetwas totgeschlagen. Getötet, weißt du das? Hat sie sterben müssen, weil du dich nicht getraut hast, mich zu töten? Bist du so feige? Oder hast du gedacht, ohne sie bin ich schwach? Warum hast du dich nicht retten lassen? Warum hast du mir nicht vertraut? Wie kannst du dir anmaßen, mein Leben in deine Hände zu nehmen? Dein Getötigen! Haben Bertolt Grigorian erwürgt, weil Sie ahnten, dass er Dina Schmidt erstochen hat? Ich habe ihn erdrosselt mit seinem eigenen Handtuch. Wo ist das Handtuch? Weggeworfen. Im Wald. Sie werden uns die Stelle zeigen, wo Sie Grigorians Leiche vergraben haben. Nein. Nein, ich sag Ihnen, wo die Stelle ist. Ich hoffe, ich weiß sie noch. Als Mädchen war ich da früher oft mit meinen Eltern. Wir haben in Unterhaching gewohnt. Ich weiß nicht, wieso ich in dieser Nacht ausgerechnet an den Perlacher Forst gedacht habe.
Das war zwar eine blinde Spur, aber es könnte doch sein, dass sie irgendwo festgehalten wird oder untergetaucht ist. Gibt es Menschen in Ihrer näheren Umgebung, die Sie beobachtet haben und an denen Ihnen aus welchem Grund auch immer etwas aufgefallen ist, die sozusagen zu Ihrem Beobachtungsradius gehören? Das würde selbstverständlich unter uns bleiben. Hm. Kennen Sie jemanden, der in letzter Zeit vielleicht sich zurückgezogen hat oder in auffälliger Weise über die Vermisste gesprochen hat? Wir haben darüber diskutiert im Stüberl. Den Fallnick habe ich lange nicht gesehen. Das ist ein interessanter Mensch. Der ist gut informiert über alles. Ich wollte ihn für unseren Bürgerverein. Er zögert noch. Gregorian? Der wohnt noch nicht lange in der Gegend. Wann haben Sie Berthold Gregorian zum letzten Mal gesehen? Ich denke, Samstag. Und den Herrn Bekleidungsverkäufer Fallnick? Vor 2-3 Wochen. Ach, eigentlich ein Aufschneider. Arme Sau. Sie hat mir Hörner aufgesetzt. Ich bin jetzt ein Gehörnter. Ist doch so. Sprechen. Ich habe keinen Fahrgast, nicht mal am Bahnhof rum. Bin ich durchs Gärtnerplatzviertel gekurft, nichts, niemand. Mit einem Kollegen wollte ich auch nicht reden, nur mit dir. Wo bist du gerade? Auf dem Weg von der Zentrale weg. Du sollst doch nicht im Auto mit dem Handy telefonieren. Meine, die jungen Kollegen sind auf sowas spezialisiert. Ist mir sowas von egal. Ich würde einfach deine Stimme hören. Wie kommst du voran? Hat sie dir irgendwas sagen können? Sie? Warum fragst du nicht direkt? Vielleicht, weil ich dieses merkwürdige Gefühl selber blöd finde. Komm doch einfach nach Feierabend bei mir vorbei. Hast du doch schon wieder Dienst? Nur dann weiß ich, dass du bei mir im Bett schläfst. Ja, vielleicht. Aber ich muss aufhören. Da vorne lauern deine jungen Kollegen. Gute Nacht. So spät? Sie machen es mir nicht leicht, wenn Sie nicht mit mir reden. Ich möchte aber nicht reden. Kann dieser tote Stadtstreicher Josef Mest etwas mit Dina Schmidts Tod zu tun haben? Möchten Sie nicht reinkommen? So kommen, ich habe Sie angerufen. Ich mache das schon. Krank sieht er aus. Und uralt. Und irgendwie anders. Ich glaube schon, dass es ist. Ah, Entschuldigung. Wo hat er gelegen? In einem Müllcontainer. Wie ein Stück Abfall. Wer hat ihn denn da hingelegt? Ich muss Sie noch einmal fragen. Erinnern Sie sich an bestimmte Merkmale? Ein Muttermal, eine Narbe, eine Verfärbung? Ich kann mich an nichts erinnern. Der Josef ist ein fescher Kerl gewesen. Kräftig zupackend. Und der da drin. Hat er denn keinen Ausweis dabei gehabt? Sie haben Josef Nest überredet, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ja. Allein wäre er nicht auf die Idee gekommen. Hat geschuftet und sein Geld im Finanzamt brav vor die Tür gelegt. Immer ordentlich, 1A-Typ. Dann steht er in der Wohnung, die ich ihm besorgt habe. Blick auf den Westpark, steht am Balkon und schaut auf die Uhr. Schaut auf die Uhr, weil er angeblich noch irgendwelche Reifen auswuchten muss. Dienst am Kunden. Und wissen Sie, wie lange wir dann in der Wohnung gelebt haben? 5 Monate. Und jede Sekunde dieser 5 Monate konnte ich spüren, dass er nur daran gedacht hat, wie viel ihn die Wohnung gekostet hat und wie lange er noch braucht, um sie abzuzahlen. Und ich hatte wunderschöne gelbe Vorhänge gekauft. Es war ihm alles zu viel. Mir irgendwann auch. Dann habe ich die Scheidung eingereicht und bin weg. Ich hatte sein Leben so satt. Diesen trübsinnigen, immer gleichen Alltag.
Die Leute mit ihren dummen Autos, die sie immer eilig haben und dann Mechaniker als Leibeigenen behandeln. Sie haben Herrn Nest nach dem Leben getrachtet. Ich habe ihn doch nicht nach dem Leben getrachtet. So, als wäre ich eine leibhaftige Verbrecherin. Sie haben ihm nach dem Leben getrachtet. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, ich bin schuld, dass sein Leben in einem Müllcontainer zu Ende gegangen ist. Nein, daran ist der Mörder schuld. Genau, ganz genau. Warum wurde Dina Schmidt umgebracht? Setzen Sie sich doch. Kann es ein Kunde aus Ihrem Club gewesen sein? Die Untersuchungsergebnisse sind da. In der Wohnung von Bertolt Gregorian, als auch in dem Müllhäuschen, an der Kleidung und der Tasche von Josef Nest wurden die Fingerabdrücke von der Clarissa Weberknecht gefunden. Man hat sie verglichen mit denen des Unfalls vor einem Jahr. Wo ist sie jetzt? In ihrem Club. Kommst du mit? Klar. Haben Sie den obdachlosen Josef Nest erschlagen? Nein. Ihre Fingerabdrücke wurden im Müllhaus gefunden. Ich habe den Müll weggebracht. Die Abdrücke wurden nicht irgendwo gefunden, sondern auf der Kleidung und der Tasche des Opfers. Sie sind dem Mann dort begegnet. Sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen, dass der Club geschlossen wird. Ich werde Sie vorerst mitnehmen. Sie müssen, Frau Weberknecht. Kommen Sie. An das Wort, das ich euch gesagt habe. Wenn nicht, dann müsste ich Sie belehren, dass Sie nicht länger Zeugin, sondern eine Verdächtige sind. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Soltersbusch. Frau Soltersbusch, wann genau haben Sie Josef Nest wiedergesehen? Glauben Sie, ich verbuch darüber? Was rätst du da? Sie haben nichts bemerkt, obwohl Sie behaupten, Sie werden über alles informiert, was Ihnen im Viertel passiert. Frau Soltersbusch, erzählen Sie alles. Auch Ihrem Mann. Ein für alle Mal. Offensichtlich haben Sie sich hinter dem Rücken Ihres Mannes mit dem ehemaligen Werkstattbesitzer getroffen. Hat er Sie aufgesucht oder haben Sie den Kontakt aufgenommen? Er hat mich plötzlich angerufen.
Ich war mal mit ihm. Aber das ist ja jetzt schon fast 15 Jahre her. Und dann hat er mich am Samstag früh angerufen. Er hat gesagt, es geht um Leben und Tod. Ich habe gesagt, dann soll er zur Polizei gehen. Aber er hat gemeint, ich verstehe ihn nicht. Und dann habe ich aufgelegt. Und wo war ich da? Er hat sich nicht abwimmeln lassen. Wir treffen uns am Marienplatz, habe ich vorgeschlagen. Wie früher. Und dann ist er auf einmal schon mitten auf unserer Straße gestanden. Als hätte er auf mich gewartet. In seinem alten, zerrissenen Mantel. Dürr und gelb im Gesicht. Ich bin so erschrocken, dass ich gelacht habe. Ich habe gelacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass es ist. Er hat ausgeschaut wie verkleidet. Am Sonntag war das. Du warst mit der Observation von dem armen Madeira beschäftigt. Dem Mädchenschänder. Von mir hast du nichts mitgekriegt. Wir sind dann zur U-Bahn, der Jo und ich. Er hat gesagt, dass er bald sterben wird. Ich habe ihm die Hand nicht geben können. An der U-Bahn-Treppe. Er wollte nicht mitkommen. Er wollte in dem Viertel bleiben, wo er früher seine Autowerkstatt gehabt hat. Wegen der Vergangenheit. Wahrscheinlich hat er sich den ganzen Tag bei uns rumgetrieben. Und dann hat ihn die Vergangenheit umgebracht. Herr Soltersbusch, Sie haben uns als Vorsitzende Ihres Vereins achtsam im Bertolt Gregorian hat Clarissa Weberknecht und Dina Schmidt beobachtet. Umgekehrt werden die beiden ihn auch gesehen haben. Schau mal, CW, die Abkürzung taucht immer wieder auf. Straßennamen, Uhrzeiten und dabei CW. Clarissa Weberknecht. Und die behauptet, die kennt ihn nicht. Aber es steht kein DS drin. Offenbar lag ihm nichts an der Dina Schmidt. Dina Schmidt hat Gregorian nicht in den Club gelassen. Der Türsteher hat nicht gehört, worum es bei dem Streit ging. Oder er sagt es nicht. Brauche ich einen Anwalt? Sie haben meine Kollegen belogen, Frau Weberknecht. Kommt rein. Wissen Sie, wo sich Bertolt Gregorian aufhält? Ich habe keine Ahnung. Warum haben Sie abgestritten, Herrn Gregorian zu kennen? Sie wissen, dass er im Hinterhaus gegenüber wohnt. Sie haben ihn gesehen, am Fenster, mit seinem Fernglas. Genauso, wie Sie mich gerade gesehen haben. Stimmt. Dina hat ihn mal erwähnt. Und so, wie sie ihn beschrieben hat, habe ich sofort gedacht, das klingt ganz nach dem alten Gregorian. Aber ich habe es dann wieder vergessen. Ich hatte ihn ewig nicht gesehen. Er hat sie auch in ihrem Club besucht. Das wüsste ich aber. Dina Schmidt hat ihn nicht reingelassen. Warum? So halt. Schauen Sie, Kommissar, in meinem Leben gibt es viele Männer. Und manche bilden sich ein, Macht über mich ausüben zu müssen. Nein, vielleicht nicht Macht. Eher eine Form von Gewalt. Besitzansprüche. Diese Männer nehmen sich zu viel Nähe heraus. Sie werden aufdringlich, tauchen jeden Tag auf. Und am schlimmsten sind die Stillen. Die reden nur wenig, sind nur da. Sie bezahlen anständig, fordern nichts. Sitzen an ihrem Platz und wenn man sie dazu auffordert, gehen sie auch nach Hause. Aber natürlich kommen sie wieder. Und manchmal nehmen sie deine Hand, schauen dir in die Augen und sagen Sachen wie: Ich warte auf dich. Ich habe ein Haus für uns, wenn es soweit ist.
Wenn du willst auch noch gestehen, dass er die Linda Gabriel 3 Wochen lang in Gefangenschaft gehalten hat. Linda Gabriel war nicht seine Gefangene. Fallnick wollte das vielleicht, dafür hat er sich strafbar gemacht. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Linda Gabriel hat ihn benutzt, aus Protest. Sie wollte weg, raus aus ihrem Leben. Sie war stärker als er. Und ich war blind. Wir hatten Glück. Und das wollen wir uns zugestehen. Basta. Geh, Stüber. Na, dann geh halt endlich. Bringst ständig so eine Unruhe rein. Ich komm vielleicht noch. Ja, von mir aus. Sehr freundlich, dass Sie gekommen sind. Wie geht's Ihnen? Ja, Ihre Freundin kam überraschend. Ich wollte persönlich bei Ihnen um Nachsicht bitten, Herr Mandera. Wir haben Sie beschuldigt. Das heißt, beschuldigt haben wir Sie nicht. Wir haben Sie einem Verdacht ausgesetzt. Sie haben mich beinahe denunziert. Und dafür möchte ich im Namen der aufmerksamen Mitmenschen um Nachsicht bitten. Das war übereilt und auch nicht gerecht, was wir da getan haben. Ja. Würde Ihnen gern Bier ausgeben. Oh nein. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Sache. Ich bin sehr wohl bei der Sache, aber du nicht. Meinst du? Ja, ich weiß, woran du denkst. Du denkst an deine Arbeit und ob du nicht doch am Wochenende wieder fahren sollst. Ja, ganz bestimmt nicht.
als ich dieses Porträt über dich schreiben sollte. Über diesen Mönch, der nach 9 Jahren im Kloster wieder Polizist geworden ist. Daran denke ich. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und ich bin keine Journalistin mehr, sondern ich fahre Taxi. Weil es dir lieber so ist. Weil es mir lieber so ist. Aber ich liebe dich immer noch. Und du? Dass ich gelacht habe. Ich habe gelacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass es ist. Er hat ausgeschaut wie verkleidet. Am Sonntag war das. Du warst mit der Observation von dem armen Madeira beschäftigt. Dem Mädchen Schänder. Von mir hast du nichts mitgekriegt. Wir sind dann zur U-Bahn, der Jo und ich. Er hat gesagt, dass er bald sterben wird. Ich habe ihm die Hand nicht geben können an der U-Bahn-Treppe. Er wollte nicht mitkommen. Er wollte in dem Viertel bleiben, wo er früher seine Autowerkstatt gehabt hat, wegen der Vergangenheit. Wahrscheinlich hat er sich den ganzen Tag bei uns rumgetrieben. Und dann hat ihn die Vergangenheit umgebracht. Herr Soltersbusch, Sie haben uns als Vorsitzende Ihres Vereins Achtsame Mitmenschen einen Hinweis auf die vermisste 17-jährige Schülerin Linda Gabriel hier aus dieser Gegend gegeben. Das war zwar eine blinde Spur, aber es könnte doch sein, dass sie irgendwo festgehalten wird oder untergetaucht ist. Gibt es Menschen in Ihrer näheren Umgebung, die Sie beobachtet haben und an denen Ihnen aus welchem Grund auch immer etwas aufgefallen ist, die sozusagen zu Ihrem Beobachtungsradius gehören? Das würde selbstverständlich unter uns bleiben. Hm. Kennen Sie jemanden, der in letzter Zeit vielleicht sich zurückgezogen hat? Oder in auffälliger Weise über die Vermisste gesprochen hat? Wir haben darüber diskutiert im Stüberl. Den Fallnick habe ich lange nicht gesehen. Das ist ein interessanter Mensch. Der ist gut informiert über alles. Ich wollte ihn für unseren Bürgerverein. Er zögert noch. Gregorian? Der wohnt noch nicht lange in der Gegend. Wann haben Sie Berthold Gregorian zum letzten Mal gesehen? Ich denke, Samstag. Und den Herrn Bekleidungsverkäufer Fallnick? Vor 2-3 Wochen. Ach, eigentlich ein Aufschneider. Arme Sau. Sie hat mir Hörner aufgesetzt. Ich bin jetzt eingehörnter. Ist doch so. Ist was passiert? Nein, wollte nur mit dir sprechen. Ich habe keinen Fahrgast, nicht mal am Bahnhof rum. Bin ich durchs Gärtnerplatzviertel. Straßennamen, Uhrzeiten und dabei CW. Clarissa Weberknecht. Und die behauptet, die kennt ihn nicht. Aber es steht kein DS drin. Offenbar lag ihm nichts an der Dina Schmidt. Dina Schmidt hat Gregorian nicht in den Club gelassen. Der Türsteher hat nicht gehört, worum es bei dem Streit ging. Oder er sagt es nicht. Brauche ich einen Anwalt? Sie haben meine Kollegen belogen, Frau Weberknecht. Kommt rein.
Wissen Sie, wo sich Berthold Gregorian aufhält? Ich habe keine Ahnung. Warum haben Sie abgestritten, Herrn Gregorian zu kennen? Sie wissen, dass er im Hinterhaus gegenüber wohnt. Sie haben ihn gesehen, am Fenster, mit seinem Fernglas. Genauso, wie Sie mich gerade gesehen haben. Stimmt. Dina hat ihn mal erwähnt. Und so, wie sie ihn beschrieben hat, habe ich sofort gedacht, das klingt ganz nach dem alten Gregorian. Aber ich habe es dann wieder vergessen. Ich hatte ihn ewig nicht gesehen. Nee, hat sie auch in ihrem Club besucht. Das wüsste ich aber. Dina Schmidt hat ihn nicht reingelassen. Warum? So halt. Schauen Sie, Kommissar, in meinem Leben gibt es viele Männer. Und manche bilden sich ein, Macht über mich ausüben zu müssen. Nein, vielleicht nicht Macht. Eher eine Form von Gewalt. Besitzansprüche. Diese Männer nehmen sich zu viel Nähe heraus. Sie werden aufdringlich, tauchen jeden Tag auf. Und am schlimmsten sind die Stillen. Die reden nur wenig, sind nur da. Sie bezahlen anständig, fordern nichts, sitzen an ihrem Platz. Und wenn man sie dazu auffordert, gehen sie auch nach Hause. Aber natürlich kommen sie wieder. Und manchmal nehmen sie deine Hand, schauen dir in die Augen und sagen Sachen wie: Ich warte auf dich. Ich habe ein Haus für uns, wenn es soweit ist. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin zur Stelle. Sie wollen uns retten. Sie halten die Welt, in der wir leben, für falsch, für ungesund, für verderblich. Gregorian war einer von den Stillen. Er wollte sie retten, er wollte ihnen helfen. Haben Sie ihm irgendwann mal Hoffnungen gemacht? Es gab eine Zeit lang, da ging es mir nicht so gut. Ich war schwach. Was im Schilde? Keine Ahnung was. Ich nenne ihn Big Bert. Ein ehemaliger Detektiv. Macht immer noch kleine Aufträge, um seine Rente aufzubessern. Naja, du bist zu jung, um dir sowas wie Rente vorzustellen. Eine Frau hat er auch nie gehabt. Ich habe ihn mal im Stüber gefragt, ob er Kinder hatte. Nicht mal verheiratet gewesen. Immer allein. Nur einsame Männer. Ist gefährlich, wenn man immer allein ist. Womöglich von Kindesbeinen an. Bist du ein Einzelkind? Weißt du, was aus einem Einzelkind wird, wenn es nicht aufpasst? Ein Einzelerwachsener. Soll ich dir das Band abreißen? Aber wenn du dann schreist, dann... Und wenn doch? Wenn du schreist, dann passieren schlimme Dinge. Untersuchungsergebnisse sind da. In der Wohnung von Berthold Gregorian, als auch in dem Müllhäuschen, an der Kleidung und der Tasche von Josef Nest wurden die Fingerabdrücke von der Clarissa Weberknecht gefunden. Man hat sie verglichen mit denen des Unfalls vor einem Jahr. Wo ist sie jetzt? In ihrem Club. Kommst du mit? Klar.